geht es um Wein und jetzt kann ich gleich ein Gläschen Wein probieren, denn Alexander Kolter ist hier und erstmal herzlich willkommen. Danke. Und du hast uns Weine mitgebracht und ausschließlich aus Österreich. Heute geht es nur um österreichischen Wein und das ist auch, was Herr Kolter macht. Seine Firma heißt 19A Wine Company und ich habe heute gelernt, dass Österreich 19 Weinregionen hat und daher der Name. Macht ja Sinn. Das ist korrekt, ja. Ja. Wir haben uns auf den Import von österreichischem Wein spezialisiert. Ich bin 2003 nach Kanada gekommen und habe gemerkt, es gibt keine österreichischen Weine. Ja, es hat keine. Ehrlich? Und dabei ist Österreich so ein Weinland. Ja, ein großes Weinland. Und es hat leider 1986 den Weinskandal gegeben, wo Weine gemischt wurden mit Glykol. Und nach 20 Jahren, jetzt auf das Jahr genau, bin ich sehr froh wieder, dass österreichische Weine verfügbar sind. Oder hält jetzt auch einer ein Auge drauf, dass da kein Glykol drin ist, oder? Ist kein, auf 100% keines. 100% keines. 100% keines. Nämlich genau nach dem Weinskandal hat Österreich darauf geschaut, dass die Reputation wieder langsam aufgebaut wird und hat das Weingesetz verschärft, so stark, dass es das schärfste Weingesetz in der ganzen Welt geworden ist. Ich meine, das musste man wahrscheinlich auch danach, wieder auf die Füße zu kommen. Und ich meine, Österreich ist ja das Weinland schlechthin, wenn man an die ganze Kultur denkt. Wein ist ja so wichtig. Ja. Was ist denn so der wichtigste Wein? Was wird denn so am meisten getrunken? Weiß, Rot? Ja. Wie sieht das aus in Österreich? 70% ist Weißwein in Österreich und auch der beliebteste Wein ist der grüne Veltliner. Es gibt natürlich noch andere Weißweine. Wir haben auch Riesling, Weißburgunder und Welschriesling, der eine bestimmte Art ist, die anders als Riesling ist. Und Grüner Veltliner macht 36% der gesamten Rebfläche aus und Riesling nur 3%. Oh, ja, wow. Welschriesling 9% und Weißburgunder 6%. Das macht in Summe 60%, aber die restlichen 10% sind noch andere Weinsorten wie Sauvignon Blanc und internationale Weinsorten. Also. Und der Rest ist dann rot? Der Rest ist rot, 30% ist rot. Das Wichtigste ist der Zweigelt, der in den 20er Jahren auch von Dr. Zweigelt entwickelt wurde. Diese Weinrebe ist eigentlich eine Kreuzung aus St. Laurent und Blaufränkisch, der hier in Kanada Lemberger heißt oder auch in Deutschland teilweise Lemberger heißt. Und der Professor Zweigelt war in den 20er Jahren in der berühmten Weinschule in Klosterneuburg und hat dort gelehrt. Ah ja. Und hat diese Traubensorte eigentlich erst in Mode gebracht. Ja. Und jetzt in Kanada gibt es auch in Kelowna Weingüter wie Henley Vineyards und Blue Mountain und so andere, die teilweise auch den Zweigelt wieder zum Leben erwecken und wieder auch in die Flasche bringen und auch schon seit einigen Jahren erfolgreich verkaufen. Ist denn der österreichische Wein, unterscheidet er sich? Ist er spezifisch, dass man sagt, ach ja, das ist ein österreichischer Wein, das ist anders als ein deutscher oder französischer? Ja, das hängt mit dem Terroir zu tun, wie viele Leute auch sagen, dass die Gegend, wo der Wein wächst, ist sehr, sehr wichtig, die Erde, auch die klimatischen Bedingungen, da ja Österreich genau in der Mitte zwischen dem nordischen Klima ist, was von Deutschland kommt, dem pannonischen Klima vom Osten, von Ungarn und auch vom Süden von Italien her. Und dazwischen sind die Alpen, die ja auch sehr wichtig für das Klima sind. Das heißt, wir haben sehr gute trockene Weißweine und auch sehr gehaltvolle Rotweine dann im Süden und auch Süßweine, wie zum Beispiel Eiswein oder Trockenwein aus Lese. Wir haben ja einige hier. Was haben wir denn? Hier haben wir zum Beispiel, das ist natürlich so eine schöne, schlanke Flasche, das ist ein Eiswein. Ja, das ist ein Eiswein. Und was haben wir da in der? Wir haben hier einen grünen Veltliner. Und diese grüne Veltliner ist was ganz Besonderes. Der ist nämlich mit einem Glaskorken versehen. Oh, darf ich mal sehen? Ja. Das ist, hat er mir eben erklärt. Ja, das ist wirklich was Besonderes. Der hat einen Glaskorken. Wie viele Flaschen haben einen Glaskorken? Es gibt sehr wenige Weingüter derzeit, die Wie Glaskorken... Wie schön, das sieht man hier auch, ne? Und den kann man auch so einfach hochziehen. Ja, sehr Und den schön. Kann man auch wieder reinstecken. Ganz einfach. Sehr elegant. Erstmal ist es sehr elegant und dann braucht man auch die Flasche nicht unbedingt
wenn man nicht den richtigen Stopfen hat, wieder raus zu, auszutrinken. Ja, richtig, richtig. Das kann man dann auch einen Tag oder so. Ja, man kann das einige Tage auch wieder zustoppeln. Ja. Und es ist sehr praktisch, wenn man unterwegs ist, dass man... Warum machen die das denn mit dem Glas? Das sieht man ja nicht oft, oder? Nein, es ist jetzt neu, auch in diversen Magazinen ist es erschienen. Ist, glaube ich, der Trend, etwas Elegantes zu finden, was aber auch modern aussieht. Ja. Und eine Alternative zum Naturkorken ist der ja langsam... Und kein Schraubstoff. Richtig, weil der Naturkorken ist ja langsam aussterben, dadurch, dass es nicht wenig, also nicht wirklich, es ist schwieriger, den zu produzieren. Yeah. Und es ist auch das Problem, dass manchmal der Wein vom Korken Geschmack annimmt und deswegen auch der Geschmack des Weines dann Schaden nimmt. Mm-hmm. Das heißt, der Glaskork ist eine gute Alternative. Das ist interessant. Ja. Und dann haben wir da noch zwei stehen. Was ist das? Ja, wir haben einen Riesling vom Rabe, diesen hier. Mhm. Riesling ist ja, wie gesagt, eine Weinsorte, die in Österreich ja nicht so häufig vertrieben wird oder aufkommt wie in Deutschland. Ja. Aber der Riesling in Österreich ist normalerweise trocken und nicht süßlich. Das heißt, der Restzucker ist eben sehr niedrig, unter 2 oder 3%. Und dieser Riesling ist auch jetzt verhältlich in den Liquor Stores. Und wir haben auch von dieser Firma andere Weine im Programm. Ich habe hier mal auf das Programm geschaut, was es da so alles gibt. Und ich muss sagen, erstaunlicherweise, die Weine sind alle sehr, die Preise sind also... Günstig, ja, also wirklich, das man auch da kann man sich aber schnell mal eine Flasche holen und hat man dann auch die Gewissheit, dass es guten Wein, den man trinkt für zwischen 15 und ich glaube der teuerste um die 40 oder so. 40 Dollar, ja. Aber das muss ja nicht sein, man kann auch richtig. Weniger. Gut, ich meine, der teuerste ist Eiswein oder Trockenwein aus Lesen und das sind Süßweine, die eine extrem hohe Qualität haben und auch Süßwein schwierig zu produzieren. Dadurch, dass man eben gefroren, die Trauben müssen frieren bei minus 10 Grad und dadurch ist es schwierig. Ist es ein bisschen teurer. Ist es teurer, aber Was kostet der denn hier, der mit dem Glasstoff? 20 Dollar, 19,95 Dollar. Ich möchte ihn mal probieren, den muss ich mal probieren. Aber Sie oder du als Experte darfst den einschütten, ich mache das nicht. Danke. Ist also ein Weißwein. Ja, kann man in der die Flasche ist sehr dunkel, kann man gar nicht so sehen. Ja, hat das einen Sinn, dass die so dunkel sind, dass die vom Licht ist? Zum Schutz, gegen das Licht, weil im Liquor Store ist ja oft sehr hell beleuchtet. Ja. Und wenn das länger steht über vielleicht eine Woche im Liquor Store, würde es dann den Wein beeinträchtigen. Die sind alle sehr dunkel, die Flaschen. Ist das jetzt auch so ein Trend, dass die Flaschen dunkler sind? Ja, es ist eine Modesache. Also es gibt viele Weine, die halt sehr schnell getrunken werden, wo die Flasche halt durchsichtig ist, was auch vielleicht manche haben auch diese die Werbung danach ausgerichtet, dass das vielleicht mit dem Label, mit der Etikette in Einklang bringt. Aber wir haben gesagt, wir haben die meisten Flaschen dunkel, weil, wie gesagt, die Weingüter lieber die dunkle Flasche machen, um als Schutz des Weines zu haben. Also, vor allem bei den hat das also auch einen Sinn. Vielleicht probieren wir mal. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Danke, dass Sie die Weine mitgebracht haben. Okay. Und das ist jetzt ein... Grüner Veltliner. Grüner Veltliner. Und was sagt der Experte? Es ist ein ausgezeichneter Wein natürlich. Nein, aber das Steinhaus ist auch, wie gesagt, das Weingut hat eben verschiedene Weinhügel. Und jeder Hügel hat einen Namen. Dieser Wein heißt Steinhaus. Und das ist ein sogenannter Single Vineyard, also ein Weingarten. Sehr leicht, sehr angenehm, sehr leicht. Ich will jetzt nicht die falschen Worte benutzen, da ich kein Weinexperte bin. Was sagt man da zum Bouquet? Sehr fruchtig. Fruchtig, ja. Fruchtig, kann ich bestätigen. Ja, ist sehr elegant, leicht und hat nicht so einen schweren Körper, sondern regt zum Trinken an, trinkanimierend. Also regt zum Trinken an. Dann nehmen wir noch ein Schlückchen. Vielen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind, mir die Weine mitgebracht haben, ein bisschen über Österreich erzählt haben. Und vielleicht haben Sie auch Lust auf einen österreichischen Wein. Ich kann nur empfehlen, ist sehr lecker. Danke. Dankeschön.